So, meine verehrten Gäste, wer ist als nächster dran? Okay, der verehrte alte Mann, oh mein Gott, Alter, was ist das für eine Bratze? Wie siehst du aus? Okay, okay, er will Seiten auf Null haben. Oh, neue Kunde sind da, wartet ein bisschen, 5 Minuten, ich bin gleich da. Erstmal ein bisschen schön die Haare füllen, damit die ein bisschen Textur bekommen. Boah, deine Haare. Boah, deine Haare stehen. Ekelhaft, Alter. Kennst du keine Dusche oder was? Junge, Junge, was ist das für ein Bart? Ungepflegter alter Sack. Wenn du mir dafür kein Trinkgeld gibst, dass ich dir deine dreckigen, stinkenden Haare hier mache, ne? Dann weiß ich auch nicht. Dann werde ich komplett am Rad drehen. Wir nehmen unseren Clipper raus. Ja. Junge, Junge, was ist das für eine Kopfhaut, Alter? Voller Schuppen und Dreck. Oh, mit Übergang. Sogar Bart mit Übergang. Uff. Du bist bei mir richtig. Oh, müssen wir ein bisschen aufpassen, sonst sehen wir dein Doppelkinn, ne? Ey, warte mal, der wollte die Haare blau haben. Sprayen wir ihm die Haare schon mal schön blau, damit er sich nicht beschwert, ne? Oh, sieht komplett scheiße aus. Keine Ahnung, wer sich die Haare freiwillig blau macht. Aber der Kunde kriegt, was er will. Auch wenn er gesagt hätte, mach mir Scheiße auf meine Haare, hätte ich ihn gemacht. Das ist mir komplett egal, Hauptsache ich krieg mein Geld. Also schreibt mal in die Kommentare, wie seht ihr das? Würdet ihr euren Kunden auch mit Scheiße beschmieren? Auch für Geld? Das ist eine gute Frage. Vielleicht sagt man zuerst nein, aber wenn er sagt, für einen Taui? Für 1000 Euro könnte man das ja schon machen. Füllen wir den Kollegen mal ohne irgendeinen Grund. Aber das entspannt dich, ne? Kleine fette Bratze, hier auf dein... Oh, hier auf dein Bierbauch. Ekelhafter. Was denkt ihr, wann war er das letzte Mal beim Friseur? Vor 10 Jahren vielleicht? 20 Jahren? Ich mache ihm auch noch ein Design rein. Oh, fuck! Oh, sorry. Sorry, Mann. Oh, jetzt habe ich seine Haare komplett verkackt. Wisst ihr was? Das kann man nur noch mit einer Glatze retten. Junge. Ich wollte ihm eigentlich Seiten auf nur mit Übergang machen, aber das wird jetzt leider nichts mehr. Wobei, eigentlich kann ich da noch was klären. Oh, fuck. Akku leer. Da muss ich aufladen, dann muss ich halt... Muss ich so weitermachen. Signore, wie kann ich deine Haare machen? Ich bin eine schwule Friseure. Zack, 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 zack. Noch 20 Sekunden! Fuck! Fuck, 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 fuck! Oh, beeil dich! Ich muss mich beeilen! Noch 10 Sekunden! 12 Sekunden! Augenbrauen wollte er nicht haben. Nein, Augenbrauen weg. Egal, eine Augenbrauen... eine Seite machen wir noch normal. Oh fuck. Wie er aussieht. Guckt euch den Jungen an. Wie sieht der aus? Junge, Junge, Junge. Mit seinem Bierbauch. Er sieht legit aus wie eine Erdnuss. Legit, das ist eine Erdnuss. Erdnussbauch. Wenn du mir kein Trinkgeld gibst, weiß ich auch nicht. Lol, er ist zufrieden. Er ist zufrieden mit diesem Schmutz. 23 Dollar macht das bitte. Korrekt. Ja, ich hab den so die Haare verschissen, aber... Hier, nimm deine Karte ab. Wie, hm? Wie, hm? Spasti, Alter. Nehmen wir uns den nächsten Kunden rein. Der schwarze Bruder, der Rash, wartet. Willkommen, der Gast. Setzen Sie sich hin, machen Sie sich gemütlich. Was machen wir dem Jungen jetzt? Boah, wie ekelhaft. Kann ihm doch so nicht die Haare schneiden, oder? Wir machen erstmal weiter mit dem Kämmen. Wir müssen uns hier eine Basis erschaffen, ne? Ich mache ihm den Edgar. Wir machen graue Haare. Das, oh, Silver Grey. Oh, das wird ihm... Ah, der Junge wird der Rizzler. Der wird die Viber danach abrissen. So ein bisschen in die Augen rein, ne? Hab dich, hab dich, hab dich. Ja, dann mach ich mal nur Spaß. Genau, wir kürzen erstmal die Haare hier an den Seiten. Ich werde dir meinen geilen Edgar droppen. Bro, was sind das für Augenbrauen? Komm, wir machen die kurz. Mit solchen Augenbrauen kannst du nicht rausgehen, Alter. Meine Güte. Wie siehst du denn aus? Ah, warte, ich mach dir noch so einen Strich rein. Oh, fuck. Boah. Boah. Oh, sorry, Alter. Mach mal ganz kurz die Nase zu. Boah, der Rizzler. Tschüss. Gott, das sieht so scheiße aus. Fuck. Das sieht so scheiße aus. Wobei, es geht eigentlich. So scheiße sieht der nicht aus. Ah, das sieht gut aus, Alter. Ich habe das sogar richtig gut gemacht. Wenn er kein Trinkgeld gibt, dann drehe ich durch. Der kann sich endlich wieder draußen blicken lassen, der Junge. Oh mein Gott, ich muss die sauber machen, die Sachen. Oh, Alter, wie ekelhaft. Oh mein Gott. Der Edgar. Junge, wie sieht der aus? So,
Zwei Sterne? Nicht mal zwei Sterne? $4? Du kleiner... Ja... Karte kriegst du nicht zurück? Du kriegst die Karte nicht zurück, die behalte ich jetzt. Zieh ab, ich behalte deine Karte und kauf mir damit richtig viele Sachen. Nur $4 dafür, dass ich hier deine Haare richtig geil gemacht habe. Guck dir deine Haare davor an, vergleich mal davor und danach. Alter, das hier der Edgar-Cut, das ist der geilste Cut, den du haben kannst. So, also mein kleiner Mann, die Karte kriegst du nicht zurück, hau ab und sieh zu, dass du hier nicht mehr wiederkommst.